Moin und willkommen hier in Marseille und zwar zu Fuße der Basilika Notre Dame de la Garde, die ihr da oben seht. Wir haben ein paar Neuigkeiten und es gibt wieder ein neues Ausblickvideo, wo ich über neue Karten, einen französischen Bogen berichten will, verbesserte oder veränderte Mechaniken bei den deutschen Schiffen, aber auch bei den britischen Schiffen wird sich etwas ändern. Aber da sind noch ein paar mehr Sachen. Fangen wir vorne an, es geht erstmal um den französischen Bogen. Und zwar wird mit Update 086 der französische Zerstörerbogen sozusagen eingeläutet. Wird wieder drei Updates lang dauern, so kennt ihr das ja schon. Im ersten Bogen wird es dann vier Direktiven geben. In diesen Direktiven könnt ihr dann Container bekommen. In den Containern können dann wieder Token sein. Für diese Token könnt ihr euch in der Waffenkammer Gegenstände organisieren. Ein paar blende ich gerade ein. Gibt nämlich eine permanente Tarnung mit den Abhängigkeiten je nach Tierstufe, für wen die permanente Tarnung ist. Also da geht es dann um Rabatte bei den Credits und bei den Wartungskosten und all so eine Sachen. Und dann, so wie ich das hier deute, wird es auch wieder eine verbrauchbare Tarnung geben, die dann eben die normalen Werte hat, auf die Erkennbarkeit, auf die Streuung der Granaten, 100% XP pro Kampf und 75% Kommandanten-EP pro Kampf. Außerdem sehe ich gerade, gibt es da noch Free XP plus 50%. Also die Tarnung hat es dann auch wieder in sich und ist wahrscheinlich schön bunt und passt zum französischen Bogen. Ich freue mich drauf. Nächster Punkt ist dann schon Trash Zone Alpha. Eine neue Karte, die verstreute Inseln hat, im Herrschaftsmodus gefahren würde. Drei oder vier verschiedene Cap-Punkte. Und das bleibt nicht nur im Zufallsgefecht so, sondern das wird es wohl auch in klaren Gefechten geben. Die Kartenrange in Zufallsgefechten ist 8 bis 10, also die Tierrange, so besser gesagt. 8 bis 10 ja, und ist so an die Lippen von Dover angelehnt sozusagen. Ihr seht es ja gerade im Bild. Nicht jede Insel bietet volle Deckung und ihr könnt da teilweise drüber schießen. Andere Inseln sind dann wieder besser von der Deckung her, also von dem Teil her können wir uns ja auch ja, auf eine neue Karte auf jeden Fall einstellen. Crash Zone Alpha finde ich ein bisschen, naja, ein bisschen martialisch, aber ist okay. Ja, muss man eben mitleben. Dann haben wir ja jetzt einen Update-Zyklus lang den Wettergott in Griechenland angebetet und das hat tatsächlich geholfen, denn in Griechenland soll besseres Wetter einziehen. Es soll nämlich sonnig werden und außerdem wurde Gott sozusagen noch ein bisschen Erde in die Hand gelegt, denn die hinteren Inseln, gerade rot markiert, werden ein bisschen erhöht und somit wird es schwieriger für das jeweils gegnerische Team, Schiffe, die hinter diesen Inseln stehen, zu erreichen. Ist ganz einfach, in den meisten Fällen stehen dahinter irgendwie Flugzeugträger, zumindest war es in meinen Gefechten so, die ich auf der Karte hatte. Wenn man da halt hinfährt, ist es halt, ja, irgendwo muss man sich hinbewegen als CV. Man will da so ein bisschen die CVs ein Ticken unterstützen, dass sie nicht gleich am Anfang des Gefechts raus sind. Ich weiß, manche haben bei euch diese Gedanken. Nur ein toter CV ist ein guter CV, aber da bin ich noch ein bisschen demokratischer. Gut. Weiter geht's dann mit der Tierpits. Warum stelle ich euch die Tierpits in den Hafen? Ich will ja eigentlich nicht auf einzelne Schiffe in dieser Episode vom Ausblick eingehen. Es ist ein Stellvertreter und zwar für den Buff der Sekundärgeschütze der Deutschen. Das betrifft dann alle T8-Schiffe, Schlachtschiffe und Kreuzer von T8 bis T10 hoch. Ihr werdet sehen, Prinz Eugen jetzt zum Beispiel, Hindenburg, Rhön, dann hat der große Friedrich, der hatte den Buff ja eh schon vorher, Bismarck, Tirpitz, die haben alle 105mm Sekundärartilleriegeschütze und hier sind dann noch die alten Werte, das hier sind nämlich 17mm und mit dem Buff dann ein Viertel Pen wären es 25mm. Und dann gibt es bei euch sicherlich schon den einen oder anderen, der sagt, ja, mit IFAE kommt ihr dann auf 32mm und das versetzt dann die Tirpitz, die Bismarck zum Beispiel, auch in die Lage, als T8-Schiff eben Schlachtschiffe der T-Stufe 10 zu penetrieren mit den HE-Granaten. Ne? Also zum Beispiel eine Yamato, die komplett mit 32mm direkt am Rumpf überzogen ist. Genauso ist eine Republik oder eine Conqueror komplett mit 32mm überzogen und sind halt leichte Ziele. Das war halt vorher nicht möglich, selbst mit einem IFAE-Skill. Außerdem versetzt die Tierpits zum Beispiel in die Lage, die Zerstörer der T-Stufe 10 und 9 zu penetrieren, als Beispiel jetzt 10 und 9, zu penetrieren, denn die haben ja 19mm Überzug, vorher waren es nur 17mm und da war die
waren hier bei der Sprengmunition eben 17 mm und jetzt sind es eben 25, damit fallen diese Zerstörer dann auf jeden Fall mit rein und ihr habt dann noch zusätzliche Waffen, um dann eben Schaden zu machen. Das ist eigentlich eine ganz gute Neuerung, wie ich persönlich finde. Stärkt auch mal wieder so ein bisschen die deutschen Schiffe, die in der letzten Zeit doch so ein bisschen, es gab zwar jetzt mal immer wieder so einen kleinen Buff in der Vergangenheit, aber ja, World of Warships entwickelt sich weiter und wenn die Schiffe stehen bleiben, werden sie halt auch nicht mehr so häufig gefahren. Die Diversität von World of Warships leidet und damit wollen sie halt auch ein bisschen was dagegen tun, dass eventuell auch wieder ein paar ältere Schiffe ausgekramt werden. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das seht, ob euch das jetzt motiviert, mehr mit diesen Schiffen wieder zu fahren oder euch die zumindest mal wieder anzuschauen oder ob ihr sagt, naja, ob die jetzt gebufft werden oder nicht, ich fahre eh was anderes. Wer davon jetzt zum Beispiel nicht profitiert, ist eben der Kurfürst. Der hat keine 105 mm Sekundärbewaffnung, der fängt erst bei 128 mm Sekundär an. Und der große Friedrich, der hatte die Viertelpenetration vorher schon. Dazu habe ich euch vor einiger Zeit auch schon mal eine Schiffseinweisung gemacht. Die könnt ihr euch gerne auf dem Kanal angucken. Da testet sich nämlich gerade so ein Sekundärbild aus. Und dann geht es um die Clangefechte. Denn mit dem Update 086 werden neue Clangefechte vorgestellt. Die sind aber nur vorübergehend so in der Art, wie ich es euch jetzt gleich erzähle. Das heißt nicht, dass ihr jetzt euch Sorgen machen müsst, dass Clangefechte in Zukunft nur noch auf T8 stattfinden. Das ist nur jetzt eine Sommerphase, wenn man dazu sagen möchte. Ein Sommermärchen oder wie auch immer. Ja, die Clangefechte werden in Zukunft für das nächste Update 6 gegen 6 gefahren auf der Tierstufe 8. Ein Schlachtschiff pro Gruppe ist erlaubt, keine CVs. Und der Rest sind dann halt Kreuzer und Zerstörer, je nachdem wie die Kampfleiter das eben so haben wollen. Und weiter geht's dann noch mit den Ranglistenkämpfen, 6 gegen 6 auf der Tierstufe 9. Ob das dann wieder mit diesen Versorgungszonen und den Drops und so weiter stattfindet, ja, muss man dann sehen. Für die Clangefechte gibt es 8750 Stahl zu bekommen, also zu erfahren besser gesagt. Dann gibt es das Blitzmodell, das wurde aktualisiert, das ist einer der Schritte zur Verbesserung der Grafik und ja, soll einfach Qualität und Leistung ein bisschen mehr auf Vordermann bringen. Dann geht es weiter, Hatsuaru, Gnevni und Nikolas, die bekommen etwas geupdatet, nämlich die Grafik, die Panzerung, also Optik und Panzerung werden da verändert. Da stehen jetzt keine weiteren Details, was da jetzt genau verändert wird. Aber das wollte ich euch jetzt noch so mit auf den Weg geben. Und dann kommen wir zu den Flugzeugträgern. Da gibt es nochmal eine größere Änderung in World of Warships. Denn Flugzeugträger werden in Zukunft wieder in Koop-Gefechte anzutreffen sein. Und das nicht nur, wenn ihr selber als Menschen Flugzeugträger in eurem Team mit drin habt, sondern auch random in Gefechten, wo ihr keinen Flugzeugträger habt, aber der Gegner, also die Bots dafür ein. Ja? Also reiner Zufall, dass das nicht ganz gleich verteilt ist. Da hatten sie ja vor einiger Zeit schon dran gearbeitet, dass da eine Diversifikation stattfindet bei den Botkämpfen, dass nicht immer 1:1 die gleichen Schiffe dabei sind, sondern nur so typengleiche oder ähnliche Schiffe. Ja, das soll wie gesagt jetzt mal ausprobiert werden. Ich bin gespannt, wie das bei den Koop-Gefechten dann so stattfindet. Ich bin auch sehr gespannt, wie die KI die Flugzeugträger steuern wird. Also da gibt es noch so einige Fragezeichen. Schauen wir mal, wie das sich entwickelt. Der nächste Punkt ist dann natürlich, dass die Missionen, die Flugzeugträger beinhalten, dann jetzt eher wieder aktiv werden. Hier wird jetzt davon gesprochen, dass die Raptor Rescue Operation wieder aufgenommen wird und ja, allgemein das Gleichgewicht verbessert wurde und so weiter. Das wird jetzt alles an diese neuen Mechaniken ein bisschen angepasst. Also schauen wir einfach mal, was passiert. Aber die soll dann mit dem Zyklus 086 dann wieder aktualisiert und in Operation gesetzt werden. So. Dann gibt es noch zwei Punkte, die ich hier noch mit auf den Weg gebe, bevor wir zu dem nächsten Hauptthema kommen. Das ist einmal das automatische Kollisionsvermeidungssystem. Das wird verändert, also wird verbessert, indem die Kollisionen besser vermieden werden. Es gab wohl Situationen, da ist man von einer Insel ausgewichen, gegen eine andere Insel gefahren. Jetzt wird die bessere Seite gewählt. Also wenn an der rechten Seite keine Insel ist, dann biegt das Schiff eben nach rechts ab und nicht nach links, wo noch die zweite Insel dann eben ist. Und es werden 5 Kommandanten ins Spiel hinzugefügt, die keine besonderen Talente oder verbesserte Fähigkeiten haben, sondern einfach nur einen historischen Namen, möglicherweise einen historischen Avatar, den man dann oben rechts sehen kann. Und ich vermute mal, dass ihr einige Skillpunkte da mitnehmen könnt, also irgendwie 10 Skillpunkte oder sowas wird es in der Waffenkammer geben, steht jetzt hier nicht, ist nur eine reine Vermutung. Ja, die sind da sind 5 Namen genannt, die sind historisch korrekt wohl,
Ja, das ist dann nämlich zum Beispiel Friedrich Bonte oder Horace Hood zum Beispiel oder Theodore Chandler. Da sind noch zwei weitere, das kann ich alles nicht richtig aussprechen, da spare ich euch das lieber. Am Ende ist das so, dass ihr in der Waffenkammer ja, die Dinger für Dublonen oder die Kapitäne für Dublonen erstehen könnt. Ich bin mal gespannt, das muss ja irgendwas Besonderes sein, sonst würden sie die Dinger ja nicht verkaufen oder das würde sie ja keiner kaufen. Jetzt selber, man braucht einfach mal so 10 Skillpunkte so auf Abruf, ja, kann natürlich sein. Ja, schreibt mir gerne auch dazu euer Kommentar. Da möchte ich auch euch immer wieder zu motivieren. Ich kann die Videos nur dann anpassen, wenn ihr mir euer Feedback gebt, respektive wenn ihr auch mal sagt, was euch gefällt, wo habt ihr vielleicht besonders Interesse dran, dann kann ich dazu nochmal ein spezielles Video machen vielleicht, wie ihr das möchtet. Einfach ein bisschen Kommentare da lassen, was ihr gut und was ihr schlecht findet. Das ist ja auch mal so eine so ein einfacher Erfahrungsaustausch, sage ich so, oder Meinungsaustausch. Und dann geht es noch um zwei Tarnungen, die ich euch einblenden möchte. Und zwar geht es einmal um die Tarnung Wolf. Die wird wie die Flint hinzugefügt. Kostet 3 Clan-Token. Die ist die Währung. Und ja, Erkennbarkeit um 3% reduziert. Streuung der Granaten um 4% erhöht. Von den Feinden natürlich. Ja, dann geht die, werden die Wartungskosten nach der Schlacht um 50% reduziert. Die Credits, das Credit Income, also das, was ihr verdient, um 20% erhöht. Und die Erfahrung pro Kampf um 100% erhöht. Die zweite Tarnung, die da noch käme, heißt Red Heat. Hier so eine Art Feuerlöschschiff à la Moskwa, bloß ohne Wasser. Und Erkennbarkeit und Streuung wie bei der Flint, wie ich oben schon gesagt habe. Und dann gibt es 100% XP pro Kampf. Und dann gibt es noch Kapitäns-XP, auch 100% pro Kampf oben drauf. Und nun kommen wir zu den britischen Schlachtschiffen. Ich zeige euch jetzt hier gerade die Conqueror in dem Format, wie sie jetzt gerade im Spiel ist. Update 085 aktiv. Hier seht ihr ganz deutlich, oben die Kasematten, das hier der Bereich, Panzergürtel und so weiter. Das ist alles Kasematte. Und das ist die Zitadelle. Und so soll das in Zukunft aussehen. Ihr seht jetzt schön, wie im oberen Bereich, also oberhalb der Zitadelle, ein roter Streifen hinzugefügt wurde. Das heißt, die Kasematte, die Fläche der Kasematte wurde verkleinert und der Teil wurde der Zitadelle jetzt hinzugefügt. Damit wird es also ein bisschen spannender, weil die Kasematte, also weil die Zitadelle einfach einen Ticken weiter aus dem Wasser rausragt, immer je nach Wellengang, sage ich jetzt mal, und ist von außen einfach leichter erreichbar. Damit sollen die britischen Schlachtschiffe ein bisschen bestraft werden. Das Leben für die soll ein bisschen härter werden in World of Warships, weil sie halt oft viele an Ende der Karte gestellt haben oder über große Distanz geschossen haben. Und auf große Distanz ist das Risiko geringer, also benutzt man auch die Breitseite, also alle 4 Geschütztürme. Umso mehr man benutzt, umso viel mehr Mumpeln sind in der Luft, umso höher ist die Brandwahrscheinlichkeit und es ist einfach sehr einfach oder verhältnismäßig einfach gewesen, ja, Brände zu legen und damit auch Gefechte mit sehr hohem Damage zu fahren und seine ganzen Geschichten. Wargaming möchte dem so ein bisschen Einhalt bieten und die Schlachtschifffahrer mehr motivieren, weniger Breitseite zu zeigen und damit auch nicht alle Türme immer benutzen zu können. Ich bin gespannt, ob das Früchte trägt, denn die haben noch was anderes gemacht und zwar haben sie die Reparaturmannschaft bei den ganzen Schiffen verändert. Also das betrifft jetzt übrigens auch nicht nur die Conqueror, auch wenn die jetzt gerade eingeblendet ist. Das betrifft jetzt Duke of York, Monarch, King George V, Lion und eben die Conqueror, ne? Wo diese Sache sich verändert. Und auch da sollen die Zitadellen ja so ein bisschen angepasst werden und so weiter. Jetzt geht es dann weiter hier mit den Kasemattenschäden, ne? Da Reparaturmannschaft, bis jetzt waren es 60%, ich zeige es euch jetzt nochmal, in dem Bereich hier wurden bis jetzt 60% Schaden hergestellt, wenn ihr da getroffen wurdet. Ja, das soll in Zukunft 75% betragen. Ja, das ist schon mal eine interessante Variante. Dann geht es weiter, nur bei der Duke of York steigt die Ladung der Reparaturmannschaft von 2 auf 3 und bei der Duke of York, King George den V. und der Monarch, die vorher eine Standard-Reparaturmannschaft hatten, also 0,5%-Punkte der Gesamttrefferpunkte des Schiffes wurden pro Sekunde wiederhergestellt. Da wird die Reparaturmannschaft jetzt ein bisschen geupgradet, nämlich auf 0,6%-Punkte. Das hört man sich erstmal so, oh, 0,1%, was soll das ausmachen? Ja, aber wenn man sich dann mal die Gesamttrefferpunkte so anguckt, das hier ist jetzt sicherlich sind die Trefferpunkte der Conqueror, aber allgemein, die Trefferpunkte sind schon recht hoch. Und die kriegt man jetzt pro Sekunde einfach nochmal oben drauf, was man wiederherstellen kann.
Ist schon mal ganz nett, ist noch nicht so gut wie die amerikanischen Schlachtschiffe, die haben ja 0,66%, aber es hilft schon mal und das ist ja nur T8. Ja, jetzt, man muss ja dann halt sehen, dass die Lion und die Conqueror sowieso den Superheal haben, wo sie 2% wiederherstellen können. Also zumindest ist das jetzt noch so. Mal gucken, vielleicht ändert sich das ja noch im Supertest oder solche Sachen. Dann wird die Nachladezeit für King George, Monarch, Duke of York verkürzt von 120 auf 90 Sekunden, also von 2 Minuten auf 1,5 Minuten runtergesetzt und die Nachladezeit beim Conqueror für das Verbrauchsmaterial von 3 Minuten auf 2 Minuten, also 180 auf 120 Sekunden. Ne? Das heißt also, ihr habt jetzt ein größeres Risiko, eine Zitadelle zu fressen, wenn ihr zu viel riskiert. Zitadellenschäden werden genauso repariert, wie sie vorher auch repariert wurden bei den britischen Schiffen. Aber Kasemattenschäden werden jetzt ein Ticken besser repariert. Ihr habt mehr, was ihr teilweise wiederherstellen könnt. Ihr habt die Reparaturmannschaft schneller wieder parat, um die Überlebensfähigkeit so ein bisschen auszugleichen. Ja, man kann gespannt sein, ob das wirklich dazu führt, dass das Leben für die Briten wirklich ein bisschen härter wird. Vielleicht machen sie nicht mehr ganz so viel Schaden, können dafür aber länger im Gefecht verbleiben. Mal gucken, der ein oder andere geschickte Kapitän wird das sicherlich ausgleichen können. Und das soll es jetzt erstmal gewesen sein von den Informationen in dieser Ausblick-Episode. Es wird noch weitere geben, denn es sind schon weitere Änderungen auf einzelne Schiffe angekündigt. Die nehme ich in einer der nächsten Ausgaben auseinander und zeige euch dann nochmal die Schiffe mit den Werten jetzt und wie die Werte dann in Zukunft aussehen sollen. Wurde viel bei der Nachladezeit und so weiter verändert. Das könnt ihr gespannt sein, gibt es demnächst hier auf dem Kanal. Also, bis dahin, euer Seekrauts-Team, euer Andi. Ne? Bis dann, ciao, ciao.